Seit ungefähr einem Jahr gibt es bei uns in Deutschland den Audi e-tron, das erste vollelektrische Audi-Serienmodell. Mit 300 Kilowatt maximaler Leistung ist der Wagen recht potent und natürlich ist auch hier Quattro mit an Bord. Doch jetzt gibt es den Audi e-tron S und der definiert den Quattro komplett neu. Wenn wir uns die Front des e-tron S anschauen, dann finden wir hier einen etwas schärfer gezeichneten Frontstoßfänger und natürlich den typischen Audi e-tron Grill, der fast komplett geschlossen ist. Und hinter dem offenen Teil gibt es aktive Lamellen, die einfach dafür sorgen, dass nur die Luft ins Fahrzeug kommt, die der Wagen braucht. Ansonsten sind die geschlossen, um einfach die Aerodynamik zu optimieren. Dann kommt der e-tron immer serienmäßig mit LED-Leuchten daher. Es gibt aber, so wie bei uns verbaut, auch die Matrix-LED-Scheinwerfer auf Wunsch. Der Wagen ist pro Seite 23 mm breiter als der normale e-tron und das liegt an den Rathausverbreiterungen, die hier vorne auch nochmal unterbrochen sind, um auch da die Aerodynamik zu optimieren. Und in diesen Rathäusern stehen beim e-tron S immer 20 Zoll Aluräder. Es gibt aber auf Wunsch hier auch bis zu 22 Zoll große Felgen zum Bestellen. Von der Seite grundsätzlich kein großer Unterschied zum normalen e-tron. Am Heck jedoch finden wir dann wieder einen etwas schärfer gezeichneten Stoßfänger und natürlich einen großen Diffusor. So, wir stehen jetzt hier an dem, ich sag mal, Schnittmodell des neuen Audi e-tron S. Und neben mir ist Marc Bauer, Projektleiter des neuen elektrischen Torque Vectoring. Marc, ich habe eine Frage. Wenn wir uns das Fahrzeug anschauen, den neuen, ich sag mal, Audi e-tron S, da habt ihr viel gemacht, was den Antrieb angeht. Jetzt habe ich erstmal eine Frage, wie viel Leistung hat er eigentlich wirklich? Ja, wir haben 3 E-Motoren verbaut. Das heißt, wir haben 370 kW und knapp über 500 PS Leistung, das heißt in Zahlen, wir haben 1000 Newtonmeter Antriebsmoment und davon allein 600 an der Hinterachse. Das ist eine Menge Leistung. Was habt ihr denn dafür gemacht, dass das wirklich auf die Straße geht? Denn ich habe jetzt gelesen, ihr habt quasi den Quattro-Antrieb völlig neu definiert. Also wir haben den Motor, der ursprünglich an der Hinterachse war im e-tron 55, an die Vorderachse gepackt und der an der Vorderachse war, zweimal an die Hinterachse. Also die teilen sich einen Kühlkreislauf. Natürlich, das Gehäuse ist auch angeschraubt, aber das war's. Also es gibt kein Differential, es gibt gar nichts zwischen den Motoren. Und der Rotor der linken E-Maschine mit dem Rad kann völlig unabhängig von dem Rotor der rechten Maschine mit dem Rad drehen. Wenn wir jetzt sagen, wir fahren so ein Fahrzeug auf der Strecke und ich sage, ich bremse jetzt an, ich beschleunige raus, macht sich das wirklich bemerkbar? Ist das ein großer Unterschied im Vergleich zu dem vorherigen e-tron? Natürlich. Also Herzstück unserer ganzen Längs- und Quermomentenverteilung ist unsere elektronische Fahrwerksplattform. Da entwickeln wir die Funktionen alle selbst. Die stammen alle aus Audi-Feder und da steckt ganz, ganz viel Passion und Know-how der letzten Jahre drin. Heißt, wenn der Fahrer in die Kurve fährt, verteilen wir das Antriebsmoment erstmal nach hinten. Dann lenkt er ein. Wir nutzen das Bremsen-Torque-Vectoring an der Vorderachse, bremsen das kurveninnere Rad leicht an. Und an der Hinterachse nutzen wir natürlich das volle Potenzial des Twin-Antriebs und des elektrischen Torque-Vectorings. Unser Ziel war es, hier wirklich ein vollwertiges S-Modell hinzustellen. Und wir als Marke haben schon immer das Sportdifferential in unseren Verbrennungsfahrzeugen drin, weil einfach in jedem Einlenken überall spürt man das System. Und genauso ist es hier. Und hier habe ich zudem noch den Freiheitsgrad, dass ich ein offenes Differential, ein geregeltes Sperrdifferential und ein Sportdifferential in nur einem Antrieb habe. Und wie sich das Ganze auf der Strecke anfühlt, das probiere ich jetzt aus. So, Slalomfahren in einem Auto, das rund 2,5 Tonnen wiegt. Funktioniert besser als mit so manch größerem Auto. Ja, ist schon krass, wie der sich fahren lässt. Schön kontrolliert. Ist auch mit ausgeschalteten Systemen. Und wir haben immer noch feuchten Untergrund. Also wirklich sehr, sehr cool. Das Interieur des e-tron S sieht im Grunde genommen genauso aus wie das des normalen e-tron. Es gibt aber ein paar kleine Unterschiede. So finden wir zum Beispiel das S-Logo hier am Lenkrad. Wir finden es an der Schaltkulisse und auch auf den Sitzen. Und außerdem gibt es für den e-tron S optional noch spezielle Sportsitze. Jetzt schauen wir doch mal, wie sich so ein e-tron S bewegen lässt und ob man Spaß haben kann, auch mit einem E-Modell. Jetzt mal schauen, ob er ausbricht oder nicht. Fast. Der Antrieb hier, der liefert maximal 370 Kilowatt Boostleistung, 973 Newtonmeter maximales Drehmoment. Ich frage mich gerade, wie die das überhaupt auf die Straße kriegen, aber irgendwie schaffen sie es. So, der e-tron S soll in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Wie sich das anfühlt, probiere ich jetzt aus. Geht schnell. Also selbst mit dem ESC Sport ist er echt schon gut unterwegs. Also Dynamik bietet er.
Der Antriebsstrang des Audi e-tron S, der kann mit bis zu 270 Kilowatt rekuperieren. Das ist übrigens mehr als bei einem Formel-E-Auto, das nur rund 250 schafft. Die Batterie des e-tron S, die ist die gleiche, die wir auch im e-tron finden. Und die ist im Unterboden verbaut, die unterste Lage. Und der schmale Teil, genau wie beim normalen e-tron, ist unter der Rückbank. Und das sorgt dafür, dass der e-tron S, genau wie der normale e-tron, die gleichen großzügigen Kofferraumvolumen bietet. Und selbst hier unterm Boden nochmal ein separates Fach. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir hier in dem Turn das Auto auch quergestellt kriegen. Geht doch. Auch die Bremsen, die packen irgendwie gefühlt nochmal anders als beim normalen e-tron. So, und jetzt stellen wir mal um von ESC Sport auf ESC aus. Der Audi e-tron S, der sieht nicht nur ein bisschen sportlicher aus als der normale Audi e-tron. Nein, wie es sich für ein S-Modell gehört, ist er auch rund 30 Kilo leichter. So, jetzt mal ausprobieren, wie es jetzt aussieht mit der Gasannahme. Querfahren geht auch mit ausgeschaltetem ESC. Komisch. Das war sie, meine kurze Probefahrt im neuen Audi e-tron S. Und was mir an dem Auto richtig gut gefällt, ist, dass er genau das bietet, was ich beim normalen e-tron so ein bisschen vermisst habe, nämlich das Thema extra Agilität. Und das ganz besonders, wenn ich sage, ich schalte das ESC auf Sport oder komplett aus und fahre hier im Sportprogramm im Dynamikmodus. Da lässt sich der Wagen richtig schön durch die Kurven treiben, macht wirklich Spaß. Und so kann Elektromobilität meinetwegen auch noch ins nächste Jahrtausend gehen. Das Einzige, was wir nicht finden, ist mehr Reichweite. Denn wir haben exakt den gleichen Batteriekörper an Bord, den wir auch beim normalen e-tron haben. Das heißt, ich würde bei normaler Fahrweise sagen, auch hier werden es nicht mehr als rund 300 Kilometer.